Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Final Fantasy X-2. Ja, ist zwar nur ein bisschen her, als wir 10 gespielt haben, aber naja, jetzt kommt endlich mal Final Fantasy X-2 und das habe ich bis jetzt noch, naja, nie wirklich gespielt. Außer ein bisschen angespielt, wie es so ist, aber ja, das soll nicht viel beeinträchtigen und jetzt fangen wir gleich direkt mal an. So, erstmal das Intro und dann hören wir uns gleich wieder. Bis dann. Thank you.
Boys. Want in on this number? Then show me your moves. Think you can keep up? So, und dann werden wir, glaube ich, gleich in den ersten Kampf eingeschmissen. Diesmal haben wir dieses typische alte rundbasierende Kampfsystem, das ein bisschen mehr auf Echtzeit getrimmt ist. So, wir müssen jetzt erstmal gegen Luna kämpfen. Die ja nicht mehr ganz so das ruhige Mädchen ist wie im ersten Teil. So, erstmal machen wir diese zwei Lakaien hier fertig, diese Sklaven. So, Riku, komm mal drauf. Das Ding lebt immer noch. So, klau doch mal was von der Yuna. Eine High Potion ist ja auch sehr schön. So. Na komm schon. So, dann die Pain, die ist ein Neuzugang. Mehr ist so auf Schwertkämpfer getrimmt. Und die Riku, naja, wie immer so ein Dieb. So, jetzt gehen wir mal zu Boden. I could have danced all night. Sorry, no time for an encore. Ja, Yuna auf der Flucht und wir werden sie natürlich verfolgen. So, lauf Riku! Also erstmal ein paar Gegner, die uns aufhalten wollen. So, jetzt sollten wir kein Problem darstellen. So, Pain, hau drauf! Turned on. So, die werden erledigt und weiter geht's. Noch mehr Sklaven, aber die sind wir, den sind wir geschickt ausgewichen und jetzt werden wir mit Yuna mal wieder fangen. Nach diesem hübschen Ladebildschirm. So, bleibst du stehen. Und noch mehr Gegner. You, step aside. Okay, vier Stück. So. Einer wäre schon mal besiegt. So, Pain, du gehst mal auf den zweiten da und Riku auf den ersten noch. So, hervorragend. Und weg. So, bleibst du stehen? Wo will sie denn hin entkommen? Kann sie uns eh nicht. Hey, you run too fast! You're too slow, little girl. Show's over! Ouch. This way. So, und da ist anscheinend die echte Yuna. Genau, das Double. Unsere Gegner Logos und Ormi. Interessant.
Zuerst mal auf den ersten und Kugelhagel. So, der erste sollte bald erledigt sein. Okay, der dreht hier voll durch. So, der erste schon mal erledigt. Und der ebenfalls. That's quite enough sniveling, boys. Persistent, aren't you? My grid? You give us back Uni's garment grid right now! Didn't you girls ever learn to share? Give it back! Very well, it's yours. But it won't be yours for long, loves. Oh mein Gott, die schaut ja aus. Goings at your service. So, Modell 1 die Kostümplatte aufrufen und Kostüm wechseln. Ja, dann machen wir das doch mal. Und wir können vom Schützen zur Diva wechseln. Ja, hervorragend. Okay. Mit Blindtanz LeBlanc blenden. Ja, dann blenden wir es doch mal mit unserem schönen Tänzlein. Jetzt tanzt sie da voll ab, ey. So. Juna tanzt erstmal eine Runde und wir kämpfen immer schön weiter. Ein Silberreif geklaut. Ja, sehr schön. Ja, mach's mal nochmal blind. So, klauen wir was Schönes. Und jetzt hat sie keine Gegenstände mehr. Die ist ja arm. So, die ging ja schnell zu Boden. Wir haben sie in Grund und Boden getanzt. Mit dem Blindtanz. Uha. Riku. Okay, die ist voll am Abdancen. Mission abgeschlossen. Und es gibt wieder die typischen Level. Ja, Halleluja. So, eine Potion. Ne, 4 Potions, 4 Phönixchen und eine High Potion. Ja, hervorragend. My body just started dancing by itself. I didn't know what was going on. I was frightened. Then, while I was dancing, something happened. So, und was genau passiert ist, erfahren wir nach diesem wunderschönen Ladebildschirm mit einer Möwe, die da ein bisschen rumflattert. Schön. Das ist doch mal ein fettes Luftschiff. Ein weiterer Möwen-Ladebildschirm, cool! Yay, zum Glück hat das Ding nicht viele Ladezeiten. You sure looked like you were enjoying yourself. I was. It felt like some other person's excitement just took over. That can happen when you use their garment grid. The emotions of the person recorded in the sphere pass to the user.
isn't that dangerous? I can't really say. But it's your invention. I'm just a kid. Dance, Luna! I want to see! It'll cost you. One moment. She's kidding. What? No dance? Look, Sibetini. Goings! Doing kudiduk! I've completed my latest invention. Die Kreaturenkreationen. Mit den von Shinra erfundenen Monsterkapseln lassen sich Monster den ganzen Spira fangen und als Verbündete des Möwenpacks trainieren. Je mehr Monster gefangen und trainiert werden, desto mehr Geschichten bekommt man von ihnen zu hören. Desto mehr Geschichten von den Monstern? Wow, okay. So, jetzt sind wir da halt von Yuna. Gut, dann quatschen wir erstmal mit jedem hier. Erstmal mit der Pain. Wer ist denn das? This is Pain. I look up to her as a sphere hunter and also as a friend. I still don't know her very well. She's not exactly the talkative type. I heard she joined the Gullwings shortly before I did. Riku doesn't know much about her either. What now? Nothing. Boah, die ist ja voll freundlich. Warten wir ab, bis Infos hereinkommen. Ja, sehr schön. Jetzt quatschen wir erst mit dem Shinra. I know everything. Shinra's an Albed. He's a real whiz kid. Kreaturenkreation, erklär's mir, Shinra. Oh mein Gott. Was hast du noch zu bieten? Super Sphero-Sammlung. Ah ja, was ist das denn? Anlass der Reise. Der Anlass, warum Yuna überhaupt zur Sphero-Hunterin wurde. Aufnahmedatum unbekannt. Wir dann glubschen mal uns den doch mal an. Dann wissen wir, warum die aufgebrochen ist. Nach einem hübschen Ladebildschirm mit einer Möwe. No, I'm not sorry. I haven't done anything wrong. I know you're listening. If she was your girl, what would you do? How can you blame me for trying to use your weapon? It was the only way I could save the summoner. What would you do if you were me? Let me out! I want to see her! Der sieht ja ziemlich verdächtig nach Tidus aus. Und das war also ihr Anlass zur Reise. Ist ja interessant. Was hast du noch zu bieten? Schöneres Monsterlexikon. Ah ja, okay. Da-da-da. Wow, da haben wir gleich so viele. Da-da-da. So, was hast du noch so zu bieten? Personenlexikon, aha. Yuna, Riku, Pain, Brüderchen, Kumpel, Shinra, Mr. Shank. Okay. Ja, das lesen wir jetzt, glaube ich, nicht alles durch. Aber wie es aussieht, gibt es wieder ein paar Albed-Lexikon zu finden. Lexikons. So. Gehen wir da hoch. Nee. Wo ist eigentlich die Riku? Riku? Ach, da vorne sitzt sie. Hallöchen. Having fun? You bet. It all began when I saw this sphere of you. At least, it looked like you. I couldn't say for sure. I thought I might find more spheres like it if I joined the Gullwings, so I did. Oh, in case you're wondering, the Gullwings are sphere hunters, and sphere hunters are, well... this. We fly all over Spira. I'm really enjoying myself. Glad to hear it. For a while there, I was starting to feel like a kidnapper. Don't be silly. Ja, diesen Spheroiden haben wir gerade angeschaut. Infos über neue Spheros scheinen in letzter Zeit rar geworden zu sein. Ja, sieht gut aus.
Ich habe das Gefühl, wenn ich den Brüderchen jetzt anquatsche, dass die Geschichte weitergeht. Still analyzing. Dartmouth! Kreedib! Buddy and brother are old friends. Buddy says he was aboard Sid's airship with us 2 years ago. When I told him I didn't remember, he seemed disappointed. Ein Albed-Lexikon 21. Ja, toll. Cool. Gut, ja, doch, quatsch mal den mal an. Nein, du sollst ihn anquatschen. Yuna, as my talking gotten better? He really has improved quite a bit. He told me that he practiced, just so that he could talk with me more. Die Albed-Sprache. Yuna lernt die Sprache der Albed, wie sie auch von Brüderchen verwendet wird. Machen sie in der Bicanal-Wüste Ausgrabungen nach Albed-Lexika. Albed-Lexikon 19 erhalten. Und Nummer 3. Und Nummer 17. Let's go! Party! Party! Festbesuch erhalten. Okay. Essence, Human, ja, genau. So, wie schaut es denn eigentlich im Menü aus? Das ist noch nicht verfügbar. Ah, doch, hiermit. Dreieck, alles klar. Items, ja, schön. Dann Weißmagie. Das kann noch keiner. Nein, nicht aus dem Menü raus. So, Ausrüstung. Accessoires, da können wir auch diesen Silberreif anlegen, der MP plus 40% steigert. So. Kostümpalette. Erste Schritte. Yuna, Rico und Pain benutzen bereits die Kostümpalette. Trotzdem die Kostümsphärien neu anordnen? Ja. Wir haben nämlich einen Festbesuch erhalten und das ist also ein Kostüm. Jeden Tag ist ein Fest. Abilities variieren je nach Charakter. Ja, das klatschen wir doch einfach mal dahin. So, wir haben den Schützenkrieger, Diva, Dieb und Festbesucher. Gut. Dann tue ich aber nur kurz was einstellen. Und zwar diese Umkleidesequenzen mache ich auf kurz, weil ich jetzt nicht 50% der Let's Plays in diese Umkleidesequenz feststecken möchte. So, so, Untertitel auch. Name, Karte, perfekt. Ja, ich glaube, sonst passt eigentlich alles. So, dann erkunden wir doch mal ein bisschen das Schiff. Ein Speicherpunkt. Durch das Berühren eines Speichersphärien werden HP, MP und Zustandsveränderungen geheilt. Mit Speichern können Spielstände abgespeichert werden. Mit dem Flugzeug kehrt man zum Flugschiff zurück. Zack, dann speichern wir doch erstmal. Eine neue Speicherdatei wird angelegt. Sehr schön. So, dann geht's mal hier weiter. Wo möchte ich denn hin? Wo sind wir eigentlich gerade? Auf der Brücke. Dann gehen wir doch mal zu den Quartieren. Erstmal das ganze Flugschiff erkunden. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes, zum Beispiel ein Weltlexika. Hallöchen. Miss Yuna, what can I do for you? Our barkeep's a Hypello. No one knows his real name, so everyone just calls him Barkeep. Brother took him in, and now he works aboard the airship. Oh, ist ja süß. Einkaufen, was hat denn zum Verkaufen? Ein Kopfband, ja Wahnsinn. Ja, zum Glück ist es total günstig. Potions haben wir 14, bringt mir auch. Antidot, ja, kauf mal so einen Grundvorrat von jedem Mittel 1. Kuriert Fluch, Umkleide und XP 0. Wow. Es gibt eine Zustandsveränderung, die heißt Umkleide. Thank you. Ja, kein Ding. So, wo geht's denn da nach oben? Hui, schön.
Bring ihn runter. So, dann gucken wir uns doch weiter um. Gullwings! Report to the bridge! Ja. Hätte sie mal nicht. So, jetzt gehen wir erstmal in den Maschinenraum und dann zum Außendeck und dann gehen wir auf die Brücke. So, der Maschinenraum, wie schaut's denn da aus? Okay, schon mal sehr maschinenmäßig. Oh, hopp, ich will's. Wie. Oh, Kisten. Drei Aha-Mittel, yay! Einen Äther. Viermal Potion. Vier Phönixfedern. Ist hier der Wahnsinn. Geht's unten auch irgendwo hin? Sieht nicht so aus. So, dann geht's wieder nach oben. Jetzt fahren wir mal zum Außendeck. So, das Außendeck bitte. Hui. Ja, interessant. Gut, dann können wir wieder reingehen. So, dann fahren wir doch mal zur Brücke mit dem Aufzug. Sonst dreht das Brüderchen noch mehr durch, als es sowieso schon tut. So, ach, wir sind auf der Brücke. Interessant. So, aber was das Brüderchen von uns will, das schauen wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Dann war's das mit der ersten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Ciao. Flame consumes all.